Hallo Stefan, guten Morgen. Danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst? Ja, guten Morgen Jan. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich habe dich ein bisschen verfolgt über Social Media und habe immer Freude an deinen Sachen, die du machst. Und darum ist es mir eine Ehre, dass ich da sein darf. Ich bin Stefan Keller. Ich bin 56, Vater von 2 erwachsenen Kindern und 3 Enkeln mittlerweile. Der Mittlere hat jetzt gerade den 5. Geburtstag gehabt, am Sonntag. Und ich komme vom Jura Südfuss, von Bellach, das ist gerade bei Solothurn. Bin Gleitschirmfluglehrer, Coach und Berater und inkompletter Paraplegiker und darum mehrheitlich mit dem Rollstuhl unterwegs. Auch für mich ist es eine wahnsinnige Ehre, dass du da bist, weil auch ich verfolge dich auf Social Media. Auch deine Projekte, wie die 700 Kilometer auf Spanien. Und zu dem kommen wir aber noch. Aber sag doch du mir mal, was die Passion Fliegen für dich bedeutet. Ja, das wird ja natürlich oft gefragt. Und ich glaube, ich habe das schon ein bisschen in die Wiege geleitet bekommen. Das Fliegen, das hat mich immer schon fasziniert von Kindsbeinen an. Und dann war es einfach die Faszination, der habe ich mich sehr gerne hingegeben. Wenn ich Flüger gesehen habe, dann hat mein Herz ein bisschen höher geschlagen und ich habe immer Freude gehabt. Und seit meinem Unfall und auch seit ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin, habe ich da noch ein bisschen mehr Antworten bekommen, was dann eigentlich die Faszination ausmacht. Es ist eigentlich ja ein Spiel mit der Schwerkraft. Wenn man fliegt mit dem Gleitschirm, dann wird man nach unten gezogen. Der Motor vom sogenannten motorlosen Flug ist die Schwerkraft. Und ja, wir zwei Rollstuhlfahrer haben das Erlebnis auch sonst, wenn wir mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Manchmal ist das mühsam, auf der schrägen Trottoir oder wenn es bergauf geht. Manchmal, wenn es bergab geht und wir können rekuperieren, uns dieser Schwerkraft ein bisschen hingeben, ein bisschen floaten, dann ist das eigentlich etwas ganz Tolles, wo man als Fußgänger nicht so wahrnimmt, weil man ja im aufrechten Gang nichts anderes macht, als sich den ganzen Tag dieser Schwerkraft entgegenstellen. Ausser wenn dann eine Schwerkraft zieht und man dann auf die Nase fliegt, dann merkt genau. Man natürlich als Fußgänger auch von dieser Schwerkraft. Oder? Sie ist ja stärker. Das ist so. Oder? Am Schluss gewinnt immer die Schwerkraft. Genau. Aber wie würdest du das Fliegen vor deinem Unfall beschreiben und nach deinem Unfall? Du hast schon ein bisschen angetönt, dass du mehr Fragen beantwortet bekommst, aber so qualitativ. Also es ist mehr ins Bewusstsein gekommen. Ich bin ein bisschen weniger fluggeil als früher. Früher habe ich eigentlich kaum einen Flug ausgelassen. Und heute kann ich das. Ich kann gut auch mal auf den Flug verzichten. Dafür, wenn ich fliege, ist der Flug noch viel gehaltvoller, viel tiefer. In einem guten Bordeaux-Wein. Genau, der Vergleich mit dem Wein und dem gehaltvollen Wein, den man auch jeden Tag trinkt, weil er eben wertvoll und gehaltvoller ist. Das ist ganz ein guter Vergleich, etwa so kann man sagen. Was ich ein bisschen bei deinen Interviews, die du schon gegeben hast, ein bisschen gemerkt habe, wo du viel, glaube ich, auch mit Fußgängern geführt hast, es ist ein bisschen Irrglaube da, weil man muss sagen, der Unfall ist schon mit dem Gleitschirm passiert. Auf den wollte ich gar nicht gross eingehen. Es gibt andere Interviews, die da eh ein bisschen ausführen. Aber bei diesen Interviews wird dann immer ein bisschen gejuckt, wenn du dann sagst, ja, ich fliege gleich noch und ich fliege gerne und so. Und dann kommt viel so die Irrglaube, ja, sie sind doch ein Spinner, warum riskieren sie es jetzt noch einmal? Und warum können sie es nicht ruhen lassen? Wie antwortest du? Oder was löst das bei dir aus? Ja, das löst bei mir persönlich nicht so wahnsinnig viel aus, weil für mich ist es nie eine Frage gewesen, dass ich nicht mehr fliege. Es ist so, dass Unfälle, die passieren meistens ja nicht dann, wenn man ein grosses Risiko auf sich nimmt, sondern es geht einfach immer super dumm. Für mich ist es so, dass das eigentlich stimmt, dass der Unfall, wenn er schon hat müssen passieren, wenigstens dort passieren, wo ich es am liebsten mache, eben beim Fliegen. Und
So wie es bei allen anderen auch ist. Die allermeisten machen das, was sie vorher gemacht haben, machen sie wieder. Und somit ist das auch bei mir so. Es macht sogar auch Sinn, dass ich das weiterhin mache. Ich bin ja nach wie vor aktiv in dieser Gleitschirmszene. Und beim Gleitschirmfliegen kann selbstverständlich etwas passieren. Das ist auf jeden Fall so. Und jetzt, wenn ich da mit dem Rollstuhl in der Gleitschirmszene unterwegs bin, fliegen, wahrgenommen werde, dann bin ich ja auch ein bisschen ein fliegendes Mahnmal. Also es wird an mir offensichtlich, dass beim Fliegen etwas passieren kann. Und damit geht man mit dem Thema Sicherheit ein bisschen anders, ein bisschen bewusster um, damit eben vielleicht ein bisschen weniger passiert. Sind schon ein bisschen Unfälle passiert mit dem Rollstuhl? Beim Fliegen jetzt auch wieder, oder? Ist noch nie etwas passiert? Also beim Gleitschirmfliegen ist noch nie etwas passiert. Ah, okay. Das ist überhaupt kein Thema. Der gleiche Unfall, wie ich ihn hatte, das kann ich mit sehr, sehr grosser Wahrscheinlichkeit ausschliessen, dass mir das sicher nicht mehr passiert. Es kann aber bei irgendetwas, was ich mache, oder auch nicht machen, einfach im Leben, irgendetwas passieren, wie bei allen anderen Menschen auch. Alles hat immer Konsequenzen, genau. Oder? Jetzt genau. Da sitze ich jetzt irgendwo eine Konsequenz, um meine Fragen zu beantworten, oder? Ja, das denke ich. Ja, etwas machst du dann aber nicht, oder? Wenn du jetzt da bist, und vielleicht könntest du ja jetzt auch schon fliegen, aber so wie ich dich kenne, gehst du wahrscheinlich dann am Nachmittag fliegen. Hast du ja angetönt, oder? Ja, das ist noch nicht ganz sicher. Okay. Ich habe sowieso immer alles dabei. Ich könnte jederzeit irgendwo fliegen. Aber ich habe sonst noch ein paar Sachen zu tun. Und ja, es ist flügbar, aber es ist nicht so ein Wahnsinns-Streckenflugtag, ja, wenn ich ihn jetzt mir wünsche für die nächste Zeit. Ist denn das jetzt zu heiss, das Wetter? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn es nicht flügbares Wetter nach dem Gusto? Also es ist flügbar, es gibt auch ein bisschen Aufwind, aber nicht so, irgendwo ist noch so ein bisschen Isothermie, ein bisschen weiter oben oder wenigstens ein Temperaturgradient, der Verlauf von der Temperatur in der Atmosphäre ist es so, dass Thermikentstehung und Thermikgüte ein bisschen reduziert ist. Und ja, ja, man könnte schulen, man könnte fliegen, aber für mich fliegen, ich glaube, heute lasse ich es bleiben. Und bist du eigentlich auch ein bisschen froh, dass du die Schrittfälle nicht mehr machen musst, jetzt, wo du im Rollstuhl bist? Das heißt ja immer, dass hast du vielleicht ein bisschen ein Vorteil zu den Fußgängern, weil es einfacher ist. Man muss dich auch nur loslassen, dann zieht es dich, oder? Ja, also das ist so. Also der Start und die Landung mit Rädli ist einfacher als Fuß. Das mag die einen dann ein bisschen erstaunen, aber wenn man das technisch und nüchtern anschaut, dann ist eben der aufrechte Gang auf zwei Beine und zwei Füße eigentlich im Grunde genommen seit der Erfindung vom Rad veraltet, also eben technisch und nüchtern betrachtet. Niemand kommt auf die Idee, ein Auto zu machen mit Beinen und Füßen oder ein Velo zu machen mit Beinen und Füßen, weil sich das Rad da wesentlich besser anbietet. Und beim Gleitschirmstart ist das genau gleich. Starten und Landen auf Rädli ist viel einfacher. Aber ist es denn für den Rücken gleich nicht auch ein Strapazen, wenn man dann abkommt, also wenn man landet und dann Druck auf dem Rücken hat? Nein, das geht eigentlich auch seitdem fein. Okay. Also Start und Landung, das gibt weder auf den Rollstuhl noch auf meinen Körper eine Belastung. Wenn ich über eine Trottoirkante runterfahre oder einen Steigen herab, weil es gerade eine Rampe hat oder irgendetwas, das beansprucht mich mehr und das beansprucht den Rollstuhl viel mehr. Also beim Gleitschirm oder zum Bus aussteigen. Da haben wir ja bei uns in der Schweiz im reichsten Schwellenland der Welt ganz einen Haufen Schwellen. Und die beanspruchen eigentlich den Stuhl und auch meinen Körper mehr, als wenn ich da am Gleitschirm starte und lande. Du hast ja, wo du noch GM warst, viel Tandemflüge gemacht mit Behinderten. Mhm. Wie ist das Wahrnehmen von der Thematik Behinderung? Also für den Stefan, der GM war und jetzt, wo er aktiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt wird. Also das ist eine super gute, spannende Frage. Der Umstand, dass ich mich schon vor meinem Unfall mit Querschnittgelähmten, mit Rollstuhlfahrern, mit Menschen mit Behinderungen auseinandergesetzt habe,
das hat mir den Moment, wo dann das bei mir passiert ist, wenn ich selber betroffen war, bin, hat mir das unglaublich viel erleichtert. Sowieso. Weil ich gewusst habe, das Leben geht weiter, weil ich gewusst habe, dass der Rollstuhl nicht ein Fluch ist, sondern ein Segen, wenn man ihn braucht. Es gibt ein paar, vielleicht ein bisschen weniger glückliche Umstände, die ausmachen, dass man einen Rollstuhl braucht. Aber dass es eben Rollstuhl gibt und dass es vor allem auch gute Rollstuhl gibt, das ist ja wieder ein Glück. Uns geht es beiden nicht so gut, wenn wir keinen hätten. Ja! Das ist sowieso so. Also das habe ich schon ein bisschen vorgelebt bekommen, darum habe ich mich gut können auf den Rollstuhl einlassen. Und darum ist auch meine Erstversorgung damals schon recht gut gelungen, weil ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und einen guten Rollstuhl wählen. Und das hat dann auch ein gutes Ergebnis gegeben. Und den, den ich jetzt heute zur Hauptsache brauche, der sowieso, der ist genau so, wie ich ihn will. Hätte das auch ein bisschen Einfluss gehabt, weil du Mechaniker noch bist? Ja, das hat sicher geholfen. Weil ich verstehe, ein Fahrzeugbau, und das ist ja ein bisschen die Richtung, oder? Fahrzeugbau und Mechanik und so, das, da bin ich ziemlich gut unterwegs. Und das hat mir sicher auf jeden Fall geholfen. Und dann ist es aber noch so, auch entscheidend, also ich habe vor meinem Unfall, wenn ich Tandemflüge gemacht habe, habe ich das auch mit zwei Starthelfern links und rechts gemacht, Fußgänger. Und bei der Landung haben dann die wieder springen kommen und oftmals Beine aufheben, irgend so etwas. Das machen ganz einen Haufen heute noch so. Und ich würde das aber nie mehr so machen. Ich habe das damals auch so gemacht, darum tue ich es nicht verurteilen, aber ich rate dringend ab, das so zu machen. Ganz einfach, weil ich keine Ahnung habe davon. Und wenn meine Passagiere mit dem Handicap, die sind natürlich davon ausgegangen, dass Stefan weiss wie. Ja. Oder das sind ja Profis, die wissen schon, wie das geht. Oder? Ja. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir keine Ahnung von Handicap und Behinderung und Dekubitus und Osteoporose und all diesen Geschichten, die da wesentlich sind, wenn man mit Menschen mit Handicap fliegt. Und darum heute nehme ich so einen Strike, wo der Passagier drin sitzt mit Redli. Das ist für ihn viel sicherer und für mich ist es viel, viel komfortabler, das so zu machen. Ja, sicher braucht man ein gewisses Know-how, wahrscheinlich beim Fliegen noch mehr. Aber manchmal, also mir ist immer so gegangen, manchmal mit Leuten, die keine Ahnung hatten, ist es vielleicht einfacher gewesen, weil die sich nicht bewusst waren, was für Stolpersteine das auf dem Weg sind, egal was. Aber mit Fachpersonen, die haben schon antizipiert, wo der eine die Stolpersteine ziehen könnte. Und das hat dann einfach ein gewisses Erschwert zu umsetzen. Und darum ist manchmal nicht so geschultes Personal für ein Projekt gleich einfach, habe ich so herausgefunden für mich. Also das ist in ganz vielen Bereichen ein grosser Vorteil. Wenn es um Projekt geht oder um vielleicht auch um eine Geschäftsidee oder sonst geht, dann gibt es zwei ganz grosse Vorteile, die man haben kann. Das eine ist keine Tradition und das andere ist kein Geld. Das ist so. Das sind ganz, du verlierst ganz nichts. Ja, du verlierst keine Tradition, genau. Die du irgendwie vom Vater geerbt hast und musst das durchziehen und kein Geld hast. Du bist eher noch etwas am Reissen. Genau, und manchmal kommt man unbedarft und von mir aus durchaus auch ein bisschen naiv genau auf die beste Idee. Das ist so.